hat er ja eigentlich auch schon gesagt, dass die Bank hatte kein Geschäftsmodell. Man wusste nicht genau, womit die eigentlich Geld verdienen will. Und dann hatte sie immer diese ganzen Gerichtsverfahren am Hals, weil man eben immer von einem Skandal zum nächsten geschlittert ist. Und dann gab es ja noch das Problem, das hat ja dann der Tageszeitanzeiger auch sehr schön ausgerechnet, dass man seit der Finanzkrise 2008, 2009 hat man insgesamt 3,2 Milliarden Franken Verlust gemacht. Gleichzeitig haben aber die Manager 32 Milliarden Franken an Boni bekommen. Das heißt, man kann sagen, dass diese Bank auch von innen, vom Management ausgeplündert wurde. Man hat also keinen Gewinn gemacht, hatte kein Geschäftsmodell, aber alle haben sich bereichert. Und wenn das dann so ist, dass das die Anleger und die Sparer mitbekommen, dann passiert eben so ein Run. Aber natürlich hätte die Credit Suisse wahrscheinlich noch ein bisschen weiter wursteln können. Es war jetzt nicht zwingend, dass sie im März 2023 kollabiert. Das hätte auch noch 3-4 Jahre so weiterlaufen können. Mhm. Nun ist ja diese Boni-Frage immer eine, von der es dann schnell auch heißt, das ist der total falsche Ansatz. Also diese Idee, diese Manager sind zu gierig gewesen oder so. Bringt es etwas, auf die Person zu spielen? Ja, in diesem Falle, so schwer es mir fällt, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, muss man schon die Personen ins Auge nehmen. Weil, wie Sie das richtig beschrieben haben, ich meine, es war eindeutig, dass die Bank kein gutes Geschäftsgebaren hatte, sich die Verantwortlichen aber gut ausbezahlt haben. Und das ist eine Diskrepanz, die man a. den Leuten nicht so erklären kann und b. die letztlich auch im System in der Bank falsch angelegt ist. Natürlich gibt es immer noch keine Bank, die nicht nur einen Bonus hat, sondern auch einen Malus. Aber mindestens einen Nullbonus, wenn das Geschäft Verluste schreibt, das wäre ja eigentlich das Mindeste. Also in diesem Fall glaube ich tatsächlich, und ich meine, das meinte ich auch mit diesen vielen Verfahren vorher, wenn das nie zu einer Einsicht führt, und ich meine, es war ja jedes Mal klar, dass man sich wieder auf falsche Geschäftsmodelle eingelassen hatte und so weiter, dann muss irgendwo eine Intention da sein, das so weiterzumachen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ich glaube, man muss das auch grundsätzlich sehen. Also beispielsweise die Deutsche Bank in Deutschland hat genau das gleiche Problem. Die wird auch von innen geplündert von den Managern. Auch da ist es so, es gibt Verluste und gleichzeitig enorme Boni. Und ich glaube ja, dass man ganz generell im gesamten Bankensektor eine Höchstgrenze einführen muss, was verdient werden darf. Also ich wäre dafür zu sagen, jeder Bankmanager im Topmanagement kriegt beispielsweise maximal 1 Million Euro im Jahr, inklusive aller Pensionsansprüche und so weiter, damit diese Selbstbereicherung im Bankenwesen aufhört.